Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder mit einem neuen Video und dieses Mal ist es wieder ein Lesezeichen mit ein paar Buchstaben drauf und einer kleinen süßen Maus. Ich hoffe, ihr könnt das so erkennen, ja. Es ist anders als die anderen, die ich vorher schon mal gezeigt hatte, weil das einfach nur geklappt wird. Dann wird mit Aquarellpapier was draufgepackt, dann die mit Sprenkel versetzt und dann die Buchstaben nochmal rauf gestempelt wird und das habe ich mit Alkoholmarkern koloriert und ja, das wollte ich gerne nochmal euch zeigen, wie ich das gemacht habe. Und ich habe dafür die Maus, ist von diesem Gerda Steiner Design Stempelset. Die Maus habe ich ja ganz viel schon benutzt und das Herz. Ja, Kürbis und den Wagen und sowas, das kommt alles dann nochmal zum Herbst. Jetzt haben wir aber ja keinen Herbst, sondern Anfang des Jahres. Und ich habe aber diese süße Maus dafür genommen, weil ich fand, wenn die da so drüber schaut, ist das irgendwie total süß. Und wir machen jetzt eins zusammen, was nicht mit Maus ist, sondern mit diesem hier. Ich habe mir das Stempelset gekauft, weil ich dachte, irgendeins mit Monster, Alien, keine Ahnung, brauche ich auf jeden Fall. Und den fand ich so süß. Ein kleines grünes Männchen. Und das kleine grüne Männchen sieht schon so aus. Das habe ich schon vorbereitet. Passend zum Cardstock, die Umrandung eben halt auch aus diesem Cardstock. Dann brauchen wir nur noch Aquarellpapier, das habe ich auch schon dafür vorbereitet, was wir jetzt gleich noch kolorieren werden. Und dann wird das hier so, werden wir das hier so anbringen, ich weiß noch nicht wie hoch, dass das eben halt rausguckt, wenn man das Buch, was so reinhängt in die Seite. Habe ich jetzt mal ein Buch hier. Habe ich natürlich, Entschuldigung, natürlich nicht, aber ich habe jetzt hier einen Notizblock. Und wenn man dann jetzt im Buch zum Beispiel hier so ein paar Seiten nimmt, dann sieht man ja trotzdem, wo man gerade beim Lesen ist. Wem das so zu wackelig ist, da kann ich empfehlen, hier und da nochmal mit Magnet zu arbeiten. Es gibt ja so ein Magnetband. Und dann ist man auf Nummer sicher. So, wir machen aber jetzt einmal das. Ich habe mir mal wieder platzsparend ein 21 cm Stück in der Mitte gefalzt und breit ist das Ganze, soweit ich weiß, 3,5 cm. Und dann habe ich Aquarellpapier genommen, das habe ich dann einmal in 10 x 3 cm zugeschnitten und das werden wir jetzt gleich mit diesem Distressed Ink in diesem dunkelblauen Ton gleich einmal fertig machen. Und ich finde das ganz toll, weil das ist natürlich die Breite von einem DIN A4 Papier und das ist eine tolle Resteverwertung. Ich habe das auch aus so einem kleinen Rest gemacht. Und da ihr ja wisst, ich fange schon mal an, da ihr ja wisst, dass ich eben für die Bücherei immer mal nette Lesezeichen fertig mache, brauche ich ja auch immer wieder welche. Und warum soll ich das nicht auch per Video zeigen? Karten hatte ich ja in letzter Zeit, gerade die Weihnachtszeit über, ja ganz viele Karten gezeigt. Es kommt auch demnächst die Einladungskarte von einem 70. Geburtstag von meinem Schwiegervater. Und da habe ich das Muster schon mal fertig. Und dann werden wir das auch noch einmal gemeinsam machen. Das ist dann wieder mit Maskiertechnik gearbeitet. Aber seht ihr dann. So. Oh, ja, das ist immer schlecht bei so einem kleinen Stück, dass das auch gerne mal sich einfach umknickt. So. Ich habe mir heute Morgen noch Mini-Distressed Ink Pads von denen, die Farben, die ich nicht habe, nochmal bestellt. Das waren jetzt nochmal 17 Farben, die mir fehlten. Und die werden dann demnächst auch dazu kommen. So. Das ist soweit fertig. Jetzt nehme ich mir mal ein bisschen Wasser auf die Finger und sprenkel das Ganze dann einmal. Lass ich nochmal einwirken. Dann nehme ich schon mal hier die Restfarbe runter. Wenn ich nämlich das nächste Mal das benutze, dass nicht dieser dunkle Ton mit drin ist. So. Und jetzt nehme ich eine saubere Seite und stupfe das Ganze einfach mal ab. So. Habe ich die Farbe wieder abgenommen. Wunderbar. Das sind schöne Sprenkel geworden. So, dann klebe ich das Ganze hier drauf. Dazu nehme ich wieder diese Kleberoller vom DM.
Die finde ich Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach klasse. So. Und jetzt kommt noch die Figur drauf. Dafür nehme ich mein Tombow. Und merkt mir, dass es nur bis hier geklebt werden darf, weil das andere soll ja drüber stehen. So hat mir gedacht. Mann. Muss man immer ein bisschen länger festhalten, damit sie es verbindet. Und dann habe ich aus dem Januar-Kit bei Dani Preuß einen Klartextstempel und da ist das Alphabet halt drin. Und da habe ich mir jetzt schon mal 4 Buchstaben rausgesucht. Ich nehme dieses Stempelkissen von My Favorite Things. Bunter Mischstier von allen Firmen. Und stempel jetzt einfach große und kleine Buchstaben. Das ist mein Putzlappen hier. Und stempel halt nochmal so ein paar Buchstaben drauf, dass man auch weiß, dass es sich um ein Lesezeichen handelt. Da geht es ja um die Buchstaben. So, das G haben wir. Jetzt nehme ich nochmal das A. Das kleine A. So. So. Ich habe mir das angewöhnt, die gleich immer sauber zu machen. Auch gerade beim Embossing Stempelkissen, da vergesse ich das auch manchmal und finde das nicht so schön, wenn die Stempel dann so eingesaut sind. Und manche Farbe kriegt man dann ja auch nicht, wenn man es nicht sofort macht, auch nicht so gut wieder abgewischt. So. Und jetzt habe ich noch das kleine R. Das kann hierher. So. 2. So. Und die packe ich gleich wieder ins Set mit rein. Das sind die beiden Lesezeichen. Jetzt sehe ich gerade, dass dem noch Lichtpunkte fehlen. Dann nehme ich diesen, den hatte ich neulich im Video mal gezeigt. Die habe ich mir bestellt bei Crafting Desert Divas. Und habe die lange gesucht im Internet und habe dann gesehen, oh, sie haben das sogar auf im Shop drin, dass man nochmal so ein paar Lichtpunkte setzen kann. Das ist immer ganz nett. Und dann sieht das gleich ein bisschen lebhafter aus und ja, ich mag das und so. Und jetzt habe ich es fertig. Diese beiden, also das habe ich euch gezeigt und das haben wir jetzt einmal gemeinsam gemacht. Geht schnell, man kann Reste verwerten und ich denke, die Kinder, gerade die Jungs, deswegen habe ich da auch keine Mädchenfarbe für genommen, sondern das ist jetzt im grünen Ton mit Monster oder Alien und eben blau dazu. Ich denke, das wird für die Jungs ganz toll sein, sich davon eins auszusuchen. Und dieses hier mit der Maus, ja, das kann auch jedes Kind halt nehmen oder auch Erwachsene. Ich bin gespannt. Ja, ihr wisst ja, dass ich da mindestens noch aber über das Jahr gesehen doch so 100 Lesezeichen machen werde. Und ich finde das mit den Tierchen ganz toll, weil diese Niedlich-Stempel gibt es halt ganz, ganz viele Anbieter. Und das war jetzt mal von Gerda Steiner Design und My Favorite Things habe ich dann noch da. Und natürlich von Crafting Desert Divas. Die haben auch so schöne Tierchen und Figuren und da werden bestimmt noch einige dazukommen. Aber ein Video werde ich darüber dann nicht drehen, sondern ich werde euch das dann einfach auf dem Blog zeigen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und falls seid ihr auf die Idee gekommen, ganz schnell aus Resten sowas Nettes zu machen. Ist auch ideal zum Verschenken, wenn man ein Buch verschenken will oder ja, einfach nur mal so. So, das war's von mir heute. Macht's gut. Tschüss.